Und dann hatten wir heute diese Generaldebatte zur Lage der Nation. Die Lage der Nation. Alle Parteien äußern sich darüber, wie sie Deutschland zukünftig gestalten wollen. Interessant an dieser Debatte ist vor allen Dingen, wie sich die SPD und die Grünen Deutschland vorstellen, die ja vermutlich Teile der nächsten Regierung sein werden. Ich darf Ihnen verraten, für diese Parteien ist Klimaschutz im Fokus. Klimaschutz ist für diese Parteien das größte Problem. Sie wollen mit verschiedenen Maßnahmen die Emissionen in Deutschland reduzieren. Und diese Maßnahmen, die Sie dazu anwenden wollen, sind vor allen Dingen Einsparmaßnahmen, Reduktionsmaßnahmen und keine technischen Fortschritte. Es geht hier darum, im Wesentlichen unser Leben weiter zu reglementieren, sodass wir Freiheiten verlieren, vor allen Dingen Freiheiten im Bereich der privaten Mobilität. Im Klartext, Mobilität soll teurer werden. Und das wird sie dann auch. Fangen wir an bei dem Thema Spritpreis. Der Spritpreis in Deutschland ist aktuell deshalb so hoch, weil die CO2-Steuer die relativ günstigen Kosten, die für Rohöl und für den Kraftstoff insgesamt bestehen, unfassbar verteuert hat. Wir erinnern uns alle, 2020 hatten wir Preise an den Zapfsäulen von ungefähr 1 Euro. In den allermeisten Fällen zahlen Sie jetzt 30, 40 Cent mehr. Davon ist die reine CO2-Steuer ungefähr 8, aber es kommt ja noch die Mehrwertsteuer drauf und insgesamt ist der Effekt so groß geworden, dass wir Verteuerung von ungefähr 30 Cent auf den Liter Kraftstoff mittlerweile haben. Ja, aber das war nicht das Ende. Es ist zu erwarten, dass mit den weiteren Steigerungen, die geplant sind und die von der CDU/CSU beschlossen wurden, die Spritpreise bereits nächstes Jahr an die 2-Euro-Grenze herangehen. Und um Sie alle zu beruhigen, hat der Verkehrsminister gesagt, dass er dann eine Bremse einführen wird. Das muss man nur wissen. Dieser Verkehrsminister, der das heute sagt, der wusste das, als Sie das beschlossen haben. Und dieser Verkehrsminister, der das heute sagt, wird höchstwahrscheinlich nicht der Verkehrsminister sein, der das in einem Jahr zu verantworten hat. Hier erleben Sie eine Mogelpackung. Die CDU/CSU hat genau diesen Preissteigerungen im CO2-Bereich zugestimmt. Und alle anderen Parteien tragen das. Übrigens auch die FDP. Die FDP ist auch der Meinung, dass der Markt das regeln soll und dass die CO2-Zertifikate, das ist die Umschreibung der FDP, entsprechend teurer werden sollen. Die einzige Partei, die sich konsequent gegen diese überflüssige Reglementierung des Verkehrssektors ausspricht, ist die AfD. Wir sind ganz klar der Meinung, dass wir nicht durch eine weitere Verteuerung von Mobilität die Menschen in diesem Land belasten können. Und schon gar nicht in dieser Situation, wo viele nicht wissen, wie sie in Zukunft ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Und wir sind die Einzigen, mit denen der Kraftstoff wieder günstiger wird. Gehen Sie davon aus, wenn unsere Politik sich durchsetzt, dann werden Kraftstoffe um 1 Euro kosten. Ganz einfach deshalb, weil wir die CO2-Steuer und auch die anderen Steuern auf den Kraftstoff entsprechend reduzieren werden. Nicht die Mehrwertsteuer. Wir reden nur davon, dass die CO2-Maßnahmen hier an dieser Stelle mit unserer Politik so nicht weitergetrieben werden. Und das Ergebnis haben Sie letztes Jahr gesehen. Kraftstoffpreise um 1 Euro. Ja, das ist möglich. Sie müssen es nur wollen. Unsere Politik ist die Politik für die Autofahrer, für die Menschen, die auch in Zukunft mit dem Flugzeug reisen wollen und für die Menschen, die sich auch generell für günstige Mobilität entscheiden. Jetzt fragen sich viele, was hat das mit dem Klima zu tun? Das will ich Ihnen sagen. Die eingesparten CO2-Emissionen, von denen hier alle Parteien reden, sollen kommen über Elektromobilität. Es gibt aber gar kein Konzept, wie mit Elektromobilität die Emissionen im Verkehrssektor eingespart werden sollen. Das ist schlicht nicht möglich. Dazu gibt es Studien, können wir gerne unten auf unserer Seite, habe ich einen Link, wo Sie das nachlesen können. Es ist nicht zu erwarten, dass die CO2-Emissionen sinken werden, wenn wir Elektromobilität nutzen. Aber eins ist sicher, durch die Politik der Regierung und der Grünen und der FDP wird Autofahren für viele von uns unbezahlbar. Wie gesagt, wir sind die Partei, die dagegen ist. Und die anderen werden auch nicht die Emissionen im Verkehrssektor reduzieren. Das ist klar.